Gedenket dann Allahs für einige bestimmte Tage. Und wer dann nach dem Opfertage eilt und nur zwei Tage bleibt, der soll sich nicht vergangen haben. Und wer für längere Zeit verweilt, hat gleichfalls keine Schuld auf sich geladen, wenn er bei alledem nur gottesfürchtig bleibt. So fürchtet denn Allah und wisst, dass ihr zu ihm versammelt werdet. Und von den Leuten gibt es manchen, dessen Rede über diese Welt und ihre Nichtigkeiten dich erfreuen und der sogar Allah als Zeuge dafür ruft, dass er im Herzen ja nur lautere Absicht trage, der doch in Wahrheit nur ein arger Widerstreiter ist, entschieden dem Islam entgegen. Verlässt er dich, geht er sogleich dahin auf Erden, um auf ihr Unheil anzustiften und die Frauen und Jugend schamlos zu verderben. Allah liebt wahrlich die Verderber nicht und hasst die Unheilstifter hier auf Erden. Und mahnt man diesen Frevler, so fürchte doch Allah, dann packt ihn auch noch Stolz in seinem schändlich Treiben. Das Feuer des Jahannams wird sein Aufenthalt einst sein, und wahrlich schrecklich ist der Ort zum Aufenthalt zu nehmen. Und andere gibt es, die sich selber an Allah verkaufen und die sich ihm ergeben und verpflichtet haben im sehnlich Streben nach dem Wohlgefallen Allahs, auf das er ihrer sich erbarmen möge. Wahrlich gütig ist Allah zu seinen Knechten, gütig und barmherzig, voller Gnaden. O, die ihr glaubt, so kommt doch her und tretet alle ein zum Heile, zum Islam und folgt nicht dem Verführer, dem Scheitane nach in seinen Spuren, denn dieser steht euch ja als offenbarer Feind entgegen. Habt ihr gefehlt und seid ihr falschen Weg gegangen, obwohl Erklärungen und deutlicher Beweis zu euch gekommen waren, so wisst, dass ja Allah allmächtig ist und weise, dem nur daran gelegen ist, zur Wahrheit euch zu führen und euch zu vergeben. Ja, wollen sie denn etwa warten, bis das Allah zu ihnen kommt und sich den Menschen in den Wolkendächern zeige, mit den Engeln im Vereine? Doch dann zu spät, denn dann ist ja die Sache längst entschieden worden. Und zu Allah geht aller Dinge Lauf. Fragt doch die Kinder Israels, wie oft wir ihnen klare Zeichen sandten. Und wer die Gnade von Allah verändert und verfälscht, nachdem sie ihm zuteil geworden, der soll auch wissen, dass Allah gar heftig ist im Strafen. Den Frevlern hier erscheint das Leben dieser Welt gar herrlich, voller Freuden, und sie verspotten und verhöhnen auch noch jene, die da glauben. Doch diese, die Allah aus wahrem Herzen fürchten und ihn lieben, sie werden einst am Auferstehungstag hoch über diesen spottend Frevlern stehen in Graden
Wahrlich, wen er will, beschenkt Allah mit seinen Gnaden, ohne dafür Gegenrechnung aufzulegen. Die Menschen waren anfangs nur ein einzig Glaubensvolk gewesen. Und Propheten sandte dann Allah zu ihnen, als Künder froher Botschaft und als Mahner. Und mit den Boten sandte er die Schrift hinab zu ihnen mit der Wahrheit, auf dass sie zwischen ihnen richte, worin sie so zerstritten und uneins unter sich geworden waren. Doch gerade diese, die die Schrift erhalten hatten, zu denen dann auch noch Erklärungen zur Schrift gekommen waren durch Propheten, gerade diese trennten sich im Streit darüber immer weiter voneinander, weil sie voll Missgunst aufeinander sahen. Die Gläubigen jedoch, die hat Allah in seiner großen Güte und Erbarmen ja recht geleitet, worin die früheren Glaubensvölker mit Erlaubnis von Allah so uneins und zerstritten waren in der Wahrheit. Denn wen er will, mag ja Allah auf geradem Wege führen. Und meint ihr nun, dass ihr das Paradies ganz einfach ohne Prüfung so betreten werdet, ohne dass euch gleiche Prüfung widerfährt wie den vorausgegangenen Glaubensvölkern, die Not und Drangsal hart ergriff und die davon geschüttelt wurden, dass der Prophet und mit ihm alle Gläubigen in Hoffnung auf Allahs Erbarmen flehten. Wann endlich kommt uns Hilfe von Allah? Verzaget jedoch nicht. Die Hilfe von Allah ist euch ja immer nah. Und gewisslich wird euch ja auch Sieg gegeben werden. Sie fragen dich auch, wem sie spenden sollen. Sag, was immer ihr an Gutem spendet, soll für die Eltern sein und die Verwandten und die Waisen und Bedürftigen und für die Reisenden, die Heimat und die Obdachlosen. Und was immer ihr auch tut an Gutem, so wird Allah ja davon Wissen haben. Zu kämpfen ist euch aufgegeben gegen alle, die auch euch bekämpfen und euch unterdrücken und euch aus eurem Landen ausgetrieben haben. Ja, zu kämpfen ist euch aufgegeben, doch ihr scheint den Kampf zu scheuen. Und dabei mag es sein, dass euch missfällt, was doch zum Wohle euch gereicht und wahrlich ja zum Guten. Und das euch nur zum Nachteil ist, was euch so lieb geworden, nämlich wohlig Leben und all das Unrecht töten und die Vertreibung eurer Brüder im Islam und ihrer Frauen und Kinder hinzunehmen und dazu zu schweigen. Allah weiß ja am besten, was euch zum Wohl gereicht. Und euch ist gar kein Wissen eigen. Sie fragen dich auch nach dem heiligen Monat, ob der Kampf in ihm gestattet sei. Sag, groß Unrecht ist es ja, in ihm zu kämpfen. Jedoch die Menschen davon abzuhalten, Allah auf seinem Wege nachzufolgen, und Allah zu widerstreiten und den Menschen auch den Zutritt zu der heiligen Moschee zu wehren und vom heiligen Bezirk sie auszutreiben, all das wiegt schwerer bei Allah.
Wahrlich schreiend Unrecht und Versuchung wiegen schwerer als das Töten und sind auch schwerer zu ertragen. Denn wisst, dass sie gar niemals aufhören werden, wieder euch zu streiten und zu kämpfen, bis dass sie euch vom wahren Glauben gänzlich abgekehrt und wieder abgezogen haben, so wie sie eine Möglichkeit dazu nur sehen. Doch wer vom wahren Glauben fällt und zweifelnd oder leugnend stirbt, dessen Taten sind ja alle nichtig in dieser und in jener Welt. Und dem Feuer werden sie einst angehören und für ewig werden sie darin verbleiben. Wahrlich alle, die da glauben und dann ihres Glaubens wegen ausgewandert sind und dann kämpfen auf dem Weg Allahs, all diese, sie erhoffen sich ja nur Allahs Erbarmen. Wahrlich immerfort vergibt Allah und immerfort ist er bereit, sich liebend zu erbarmen. Sie fragen dich, ob denn berauschend Trank und andere betäubend Mittel wohl erlaubt sind im Islam und auch das Glücksspiel und das Spiel mit Losen. Sag, groß Übel und manch Nutzen für die Menschen liegt in ihnen. Doch ist das Übel, das in ihnen liegt, weit größer als der Nutzen, den sie geben mögen. Sie fragen dich auch, was sie spenden sollen. Sag ihnen, gebt den Überschuss, was mehr als das ist, was ihr selber braucht zum Leben. Und so erklärt Allah euch seine Zeichen, vielleicht, dass ihr euch ja besinnen möget. Vielleicht, dass ihr euch ja besinnen möget, was das Diesseits euch bedeutet und was das Jenseitsleben. Sie fragen dich auch nach den Weisen, wie sie diese halten sollen. Sag, am besten ist, zu ihrem Wohl zu handeln und euer Gut getrennt zu halten von dem ihren. Legt ihr jedoch der Weisen Gut zusammen mit dem euren als gemeinschaftlich Vermögen, dann sollt ihr sie als eure Brüder nehmen und mögt ihr auch gemeinsam davon essen, ohne dass sie dadurch von euch Unrecht leiden. Allah weiß wohl, wer ihnen übel will und wem von euch an ihrem Wohl gelegen. Und hätte Allah es nur gewollt, so hätte er es ja beschwerlich für euch machen können. Denn allmächtig ist Allah und weise. Nicht eher nehmt die unrein nicht-muslimisch Frauen euch zum Weibe, bis dass sie eurem Glauben folgen. Denn eine gläubig Sklavin ist wahrlich besser als ein unrein Götzenweib, auch wenn euch diese noch so sehr gefallen mögen. Und gebt den Nicht-Muslimen niemals eine gläubig Frau zum Weibe, bis dass sie gleichfalls glauben. Denn wahrlich ist ein gläubig Sklave ja weit besser als ein unrein Christ und Götzendiener, so sehr sie euch denn auch gefallen mögen. Allein zum Feuer rufen euch nur diese. Allah jedoch ruft euch zum Paradiese und ruft euch, dass er euch vergeben möge, so wie es ihm gefällt.
Und so erklärt Allah den Menschen seine Zeichen, vielleicht, dass sie ja innehalten und gedenken mögen. Sie fragen dich auch nach dem Monatsbluten ihrer Frauen. Sag, ein unrein Übel ist für sie dies Bluten. So haltet euch denn fern vom Ort der Blutung und geht nicht eher ein zu ihnen, bis dass sie sich gereinigt haben. Doch wenn sie sich gereinigt haben, dann wohnet ihnen bei, so wie es euch Allah geboten. Die Reuigen und um Vergebung Bittenden, die liebt Allah. Und alle, die sich reinigen und die sich rein zu halten streben. Ein Acker sind euch eure Frauen. So kommt zu eurem Acker und bestellt ihn denn, wie immer ihr auch wollt. Und gute Taten schickt voraus, auf dass sie euch denn nützen mögen im Streben nach dem Guten, das Allah für euch geschrieben. Und fürchtet wohl Allah und wisst, dass ihr vor ihm einst stehen werdet. Und große Freude magst du allen Gläubigen verkünden. Macht nicht Allah mit euren Schwüren zum Hinderungsgrund dafür, gütig und gerecht zu handeln hier auf Erden oder Gottesfurcht zu üben oder Frieden auch zu stiften zwischen feindlich Menschen, indem ihr sagt, ich habe aber bei Allah geschworen. Gedenkt, allhörend und allwissend ist Allah ja wahrlich. Allah belangt euch nicht dafür, was ihr in euren Schwüren schnell und unbedacht dahingesprochen, doch rechnet er euch an, was eure Herzen sich bewusst gewannen und was ihr mit Bedacht gelobt habt und geschworen. Denn verzeihend ist Allah und voller Güte kommt er euch entgegen. Und jene, die geloben, ihren Frauen nicht mehr beizuwohnen und sich ihrer zu enthalten, ohne sie zu scheiden, für diese sind 4 Monate als Überlegungsfrist gegeben. Kehren sie in dieser Zeit zurück zu ihren Frauen, so sollen sie Allah vergebend, voll liebenden Erbarmens finden. Entschließen sie sich aber, sie zu scheiden, so wisst, dass ja Allah allhörend ist. Von allem ist ihm Wissen eigen. Die geschiedenen Frauen aber sollen nach der Scheidung 3 volle Monatszyklen warten, bevor sie sich erneut verehelichen. Und sie sollen nicht verschweigen, was Allah erschaffen hat in ihrem Leib an neuem Leben, sofern sie an Allah und an den jüngsten Tag nur glauben. Und ihre Ehemänner haben Recht, sie jederzeit in dieser Frist zurückzunehmen, wenn diese es zum Guten wollen, und Versöhnung ist in ihrer Absicht nur gelegen. Der Frauenrechte gegen ihre Ehemänner aber sind die gleichen, die die Ehemänner gegen ihre Frauen haben, gebührend und in angemessener Weise. Doch stehen die Männer ihren Frauen vor und haben auch Verantwortung für sie zu tragen und für sie zu sorgen und vor Allah einst Rechenschaft dafür zu geben. Wahrlich machtvoll ist Allah und weise ist er.